Peace Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Lange ist her, dass ihr mich hier auf dem Reaction-Kanal sehen konntet. Ich weiß, es ist schade, aber ich bin ja jetzt wieder zurück. Keine Sorge, hab mir auch zwar nicht ganz so schaumigen, aber trotzdem dennoch sehr leckeren Cappuccino hier neben mich gestellt. Es gibt ein Video, auf das wir reagieren können, was mich sehr, sehr gereizt hat. Und zwar hat der gute Dennis Schröder eine Haustour hochgeladen, eine 6 Millionen Dollar Haustour. Meine Haustour ist ja eher die Schrödinger Haustour, ne? Mal ist sie da, mal eher nicht. Ja, okay, dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange drum rum. Oh, ich krieg einen wichtigen Anruf rein, da muss ich gerade ganz kurz rangehen. Yo, was geht? Ja, Bro, was geht, klar? Ja, alles Beste, Bro. Ist gerade wirklich ganz, ganz schlecht, weil ich nehme gerade ein Video auf. Was geht, was machst du? Willst du einmal den Leuten Hallo sagen, grüßen? Ja, ja. Vielen Dank dir, Bro. Ja, Leute, checkt das auf jeden Fall ab. Ich mache jetzt mal weiter hier, weil ich bin wirklich bis über beide Ohren stecke ich hier gerade drin. Deiner, mach gut. Okay, mach's gut. Ciao. Ja, guter Mann, der Dennis. Soll uns natürlich nicht abhalten, um ins Video reinzugehen. Ich würde mal tippen, das Haus. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ist in Los Angeles, aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Jo, Leute, was geht ab? Wir haben noch nie eine Roadtour gemacht. Deswegen. Ja. Kann ich auf jeden Fall relaten, diese Aussage. Wenn ich euch heute mal mitnehme. Ach so, ja. Viele Leute von euch haben gesagt, dass sie das Leertasten-Smashen auf jeden Fall vermisst haben. Geht mir genauso. Kann nur sein, dass ich demnächst einmal eine neue Tastatur brauche, ne? Ja, in diesem wundervollen Haus in LA, was wir gekauft haben, 2020, war das erste Mal. Gekauft also? Mhm. Nicht schlecht. Mich interessiert, was der Herr beruflich macht, dass er sich sowas leisten kann. Hier bei den Lakers waren, genießt es, kommentiert, liked, abonniert den Kanal. Okay, warte mal ganz kurz. Das wollen wir natürlich nicht so schnell skippen. Mhm, okay, okay. Also, wir haben hier eine relativ großzügige Grünfläche, dann hier Beton, also Gestein, würde ich sagen, und dann hier ein Pool. Sehr, sehr nice. Wichtig natürlich für die Kids. Gibt natürlich ganz, ganz leichten Punktabzug im Design, aber in der Praktikabilität gibt es da deutlich Punkte drauf. Die Kids müssen natürlich sicher sein. Oder das Kind? Hat der eins oder zwei? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, dann haben wir oben noch einen Glasbalkon, auch sehr nice, um die Aussicht auch gar nicht einzuschränken. Ist das hier ein Schornstein? Falls es in LA mal kalt wird, ne? Und dann diese Palmen sind natürlich immer ein krasser Bonus, egal wo du bist. Also natürlich jetzt in Gütersloh vielleicht nicht, weil da kommen jetzt nicht so viele Palmen vor. Mhm. Basketballkorb, auch nicht schlecht. Der Pool sieht richtig nice aus. Hier diese Stufen, dann geht es hier glatt runter. Für was sind aber diese Flächen hier? Oder kommen da so Poolmöbel drauf? Oh, und Jacuzzi auch noch extra neben dem Pool. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, auch nice. Sehr, sehr nice. Sorry, dass ich die ganze Zeit unterbreche. Ich weiß, ihr wollt das sehen. Aber dann könnt ihr natürlich einfach das Video gucken. Nee, habe ich tatsächlich auch vor, so ein Chandelier-mäßig in meinem Treppenhaus zu machen, soon, wenn es bald in das Haus geht, sodass, wenn man die Treppe hochgeht, da schon so diese Balls runterhängen, no sexual. Ja, wobei, bei mir werden das keine Balls, sondern eher so Stangen. Ja, ich sag nichts mehr dazu. Ein Kinoraum oder Schlafzimmer? Okay, also, wir haben alles. Ein Safe, das ist auch nicht schlecht. Schon größtenteils rausgeholt, deswegen nicht wundern. Es ist jetzt noch nicht komplett so, wie wir es haben wollen und so, wie es eigentlich vermieten. Deswegen. Ah, okay. Das heißt, er geht jetzt, würde ich jetzt mal tippen, zurück nach Deutschland, weil die Playoffs irgendwie zu Ende sind. Ey, wirklich, ich habe vom Basketball gar keinen Plan, ich laber keine Fachwörter. Auf jeden Fall, sagen wir ja, Sommerferien, geht jetzt zurück nach Deutschland, glaube ich. Und währenddessen wird das vermietet. Okay, nicht schlecht. Deswegen sah es auch etwas leerer aus. Ähnlich wie dieser eine Typ im Klassenraum. Und, ja. Ganz schön. Auf jeden Fall hier, das ist mein... Oh, hier zwei Van Cleef Bracelets am Arm. Nicht schlecht. Gamingzimmer.
Das habe ich einrichten lassen von einem von den Face-Leuten, der Ingenieur, der die ganzen Zimmer und so macht und installiert. Deswegen schaut auf jeden Fall. Ja, sieht auf jeden Fall nach einem vernünftigen Gaming-Raum aus. Für Aline, der hat das auf jeden Fall nice gemacht. Achso, falls ihr euch wundert, ne, diese Pünktchen hier drauf, das sind keine Diamanten, die aus der Kette gefallen sind. Das ist tatsächlich das Design des neuen Peso Tour T-Shirts, was Ende Juli kommt. Ich weiß, bisschen spät, aber besser spät als nie. Ne? Ein paar Twitch-Verfolge. Ja. So, dann geht's weiter. Weiter geht's. Das ist geheim, privat, das gehört unserem Fahrer Alex. Oh, die haben ein extra Zimmer für den Fahrer. Oder es ist nur eine Ausrede für einen schönen Kuschelraum. Ja, kleiner Spaß. Sein Zimmer. Hier ist so ein kleines Spielparadies für die Kinder. Für den Dennis, klar. Die spielen hier immer schön Tappen reingelegt. Sehr nice. Auch geil, dass man das Kinderspielzimmer oder den Spielbereich so separiert hat. Können die Erwachsenen im Wohnzimmer ihre Ästhetik haben und die Kinder spielen separat. Sehr schön, würde ich genauso machen. Meine Meinte, damit es schön warm ist. Ist ja, du willst ja auch auf den Fliesen sitzen und spielen. Dann geht's hier weiter zu meinem Weinschrank. Weinschrank? Auch nicht schlecht. Also ich bin kein klassischer Wein-Konnoisseur. Ich würde sagen, alle 2 bis 3 Monate trinke ich mal ein Glas, irgendwie wenn es zum Essen passt. Auch so richtig anfängermäßig Weißwein Chardonnay und Rotwein Lambrusco. Und Lambrusco, ich weiß, ist verpönt unter den Weinkennern, aber der schmeckt halt auch einfach sehr, also vor allem mit Eiswürfeln, sehr süß und erfrischend. Muss man dazu sagen. Das sind die 2 Sorten, die ich kenne. Grauburgunder kenne ich auch noch. Also ihr merkt schon, der kultivierte Boss ist hier am Start. Jetzt Weinkenner. Was trinkst du, ein Weißwein oder Rotwein? Ich weiß nicht, Mann. Gar nichts von beiden. Also wir haben von Amazon einfach schwarze Pullen bestellt. Okay, also nur für die Optik. Ja, also vieles ist in seinem Haus sehr dunkel gehalten, also die Weinflaschen, die Wand im Gamingzimmer, der Teppich, die Schränke und so. Finde ich cool, würde ich immer nur, also optisch richtig nice, würde ich immer noch hinterfragen, auch aus Praktikabilitätsgründen, staubt das nicht? Weil auf dunklen Flächen siehst du einfach Staub viel krasser. Ja, schön elegant rüberkommt. Hier essen wir immer. Ich weiß gar nicht, wie lang dieser Tisch ist hier. Krass, richtig nice. Das ist ein heftiger Flex. Da passen alle dran. Hast du denn erwähnt? Achso, schon. Alle unsere Möbel customized. Das heißt... Sorry. Alle selber designt. Ach, sie hat das gemacht. Nicht schlecht. Die sind alle sehr talentiert da in dem Haus. Material gewählt und wie er es machen soll. Und dann habe ich gesagt, I want black brushed metal on the bottom. Habe ihm gesagt, wir sollten über Kreuz machen. Alles. Auch die Stühle. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, man muss dazu sagen, das Haus kann man jetzt nicht hundertprozentig bewerten, weil die halt gerade am Ausziehen sind. Sonst würden hier wahrscheinlich noch Bilder hängen. Irgendwo mehr Teppich sein, dass das ein bisschen wohnlicher ist. Wir bewerten jetzt einfach das, was da ist und den Grundriss natürlich. Ne? Richtig das nice. Ich halt gemacht, dass sich das halt in den Möbeln widerspiegelt. Das ist halt eben auch hier an den Stühlen. Ich bin persönlich, draußen geht wirklich die Welt unter, ne? Ich bin persönlich ein großer Fan von Parkettböden, kann aber auch diese großen Fliesen sehr wertschätzen, weil die auch praktischer sind, so wenn ihr bei Parkett irgendwie mal was auf den Boden tropft. No sexual auch an der Stelle. Nee, aber jetzt so, keine Ahnung, mal ein Karottensaft oder so. Dann ist das schon sehr schlecht und hier kannst du einfach wegwischen. Finde aber Parkettböden etwas wohnlicher. Und du siehst es auch nochmal in der Küche. Und alles andere, was ihr seht, ist auch passiert. Nichts ist aus dem Laden gekauft. Habe ich bei mir auch vor. Also jetzt so Tisch oder sowas hat meine Innenarchitektin dann irgendwie rausgesucht von irgendwelchen italienischen Möbelhäusern, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Noch ein Remadesio. Und Archetipo kenne ich auch noch. So, das waren die 2. Aber ansonsten so alle Einbauschränke und so, Shoutout raus an Bibi's Beauty Palace, sind alle handmade bei Schreiner. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das alles wird. Also alles reingefittet, perfekt, Holz ausgewählt. Du machst den Schrank auf, dann Beleuchtung und so weiter, innen drin lackiert. Also wird geil. Kann man sich auch freuen. Sehr geil hier zu sein, ne? Jeden Tag schön hier aufstehen. Das ist sehr, sehr heftig, dieses Treppenhaus. Voll beleuchtet, Kronleuchter, helle Treppenstufen, rundhoch, richtig nice. Krass, richtig krass. Nach oben zu den ganzen Schlafzimmern. Erstmal ganz kurz hier.
Honey, honey, honey. I call the chandelier. Ja, also das kann man auf jeden Fall Chandelier nennen. Das kostet $50,000. Big ones. Nicht schlecht. Achso, das war ein Joke, okay. Hier kommen wir zum Schlafzimmer. Okay, es war das Schlafzimmer. Ich habe nur gedacht, dass das irgendwie ein Kinozimmer ist, weil das so leer ist. Aber gut, wenn sie gerade ausziehen. Ja, also du bist auf jeden Fall wirklich richtig reich, wenn dein Bett nicht an der Wand stehen muss. Bisschen reich bist du, wenn deine Couch nicht an der Wand stehen muss. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Level. Richtig nice. Schlafzimmer sehr schlicht eingerichtet, auch customized, alles sehr, sehr bequem. Alles sehr schwarz gehalten, damit, wenn man schlafen geht, alles dunkel ist. Ja, das ist clever, das ist clever. Ich habe mir neulich, ich finde, das ist wirklich, ich muss sagen, es tut mir leid, das ist wirklich ein bisschen goofy, aber ich habe es auf TikTok gesehen und manchmal gebe ich den Sachen, die ich da sehe, eine Chance, eine Schlafmaske geholt. Mein Schlafzimmer ist dunkel so. Ich habe so komplett verdunkelnde Vorhänge, aber sowas hier an der Seite oder oben, das kriegst du einfach nicht weg. Und ich bin manchmal so um 5 Uhr morgens aufgewacht und habe gedacht, ey, Alter, ich muss ja erst in 6 Stunden aufstehen. Ein kleiner Scherz, aber so um 5 Uhr will ich einfach noch nicht aufwachen. Und weil es im Sommer halt auch tatsächlich sehr hell ist, habe ich mir so eine Schlafmaske geholt. Und ich muss sagen, ich weiß, es ist eine Goofy Wave, aber ey, probiert das aus. Das ist echt krass. So als ob ihr halt einfach was vor den Augen, ja, ihr habt was vor den Augen, aber es ist, gebt ihm mal eine Chance. Kostet auf Amazon, keine Ahnung, 3 Euro oder 10 oder so. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Es ist aber auf jeden Fall krass, dass der Dennis durchgehend eine Sonnenbrille tragen muss in seinen dunklen Räumen. Der Swag wird nie pausiert, Leute. Ganz wichtig. Schreibt euch das hinter die Ohren. Tätowiert es euch vielleicht sogar einfach mal auch irgendwo hin. Es wird auch ein Video geben. Mein Gamingzimmer in Deutschland. Braunschweig. Ja, nee, aber hier, das ist auf jeden Fall sehr nice. Auch mit den LED-Lampen an der Seite. Monte? Ja, das ist wirklich nice. Abgehangene Decke und dann von hinten indirekt mit LEDs beleuchten. Da kommt auch was auf mich zu in meinem Wohnzimmer. Im Haus, kleiner Spoiler, ich lasse die Decke abhängen, kreisrund was ausschneiden. Das wird dann ein bisschen tiefer gesetzt, sodass der Kreis höher ist. Und dann in der Mitte so beleuchtet. Das wird ganz, ganz crazy. Ich gucke mal, ob ich auf Google was dazu finde. Quasi so könnt ihr euch das vorstellen, aber ich würde niemals in meinem Wohnzimmer goofy-ass pink LEDs anmachen. Das wird noch ein bisschen größer, sieht wirklich sehr, sehr nobel aus und dann mit so einem warmen Weiß. Kann man anmachen, kann man ausmachen. Also wie das meistens bei Lichtern ist. Wird crazy. Aber halt so über den ganzen Raum, dass das wirklich einen sehr Luxury-Touch bekommt. So quasi mäßig. Das wird richtig krass. Natürlich mache ich mir dann auch so ein heftiges Mandala an die Wand. Aber wir haben hier auch noch eine sehr große Terrasse. Da hat man natürlich nicht weglassen. Der Raum ist eigentlich extrem hell, weil das ja alles aufmacht. Krass. Sehr krass. Einfach Adresse kurz geleakt. Kleiner Spaß. Okay, die haben hier sogar irgendwelche Zypressen rumstehen. Nicht schlecht. Guesthouse. Da sind die Nannies gerade drin, deswegen werden wir euch das... Ach, die haben noch ein Guesthouse für Nannies. Nicht schlecht, nicht schlecht. Basketballer müsste man sein. Hatte ich auch erst überlegt, aber... Ich hatte dann sowas so an der Ferse und konnte nicht so richtig auftreten. Deswegen, sonst hätte ich gedankt bis hinten gegen natürlich. Ihr wisst. Gehen wir direkt ins Badezimmer. Badezimmer auch sehr nice. Das Einzige, was ich nicht cool finde. Hochglasfliesen, ja, ist schwer. Aber Einsicht ist natürlich auch. Aber gut, die haben das ja so gekauft. Nörgeln auf hohem Niveau. Das ist hier. Sehr krass, die Dusche. Sehr, sehr krass. Und in der Dusche, das ist eine Sache, die geht gar nicht. Wenn ich ein Haus bauen würde, direkt. Wirklich sehr, sehr clean. Dunkel, grau. Kein Hochglas. So Anthrazit irgendwas. Ja. Für mäßiges. Aber sonst. Hat er eine Aquanaut an? Auch nicht schlecht. Ey, ich merke gerade selber, ich bin nicht krank oder so. Ich habe ein bisschen Allergie, aber ich höre mich so nasal an. Verzeiht es mir. Ein Kamin und ein Fernseher im Bad. Leute, redet nicht mit ihm bitte, wenn ihr kein Kamin oder TV im Bad hat. Ja, natürlich. Crazy. Sehr, sehr, sehr edel eingerichtet. Ich denke, Dennis fängt an, damit seinen Schrank vorzustellen. Ja, das sind meine Sachen. Kleiderschranktour, auch nicht schlecht. Puma, ein ganzes Ankleidezimmer. Puma over everything. Das sind aber alle gepackten Sachen, die wir unten haben. Gehört eigentlich mit hier dazu. Aber die lassen wir jetzt hier. Werden. Sieht auf jeden Fall groß aus. Sehr groß. Dann, wie gesagt, am 4. Juli sprechen wir mit den Teams und gucken, wo es hingeht. Mein Kleiderschrank, ja. Ach so, da nimmt man natürlich für jeden einen. Ja, sehr praktisch. Eigentlich nichts Besonderes, wie gesagt, wir haben
alles zusammengepackt, weitestgehend. Wir reisen mit 9 Koffern jetzt insgesamt. 9 Koffer, Alter. Haben Sie noch Gepäck? Ja, 9. Ja, wirklich viel eingepackt. Ist schön, so ein Ankleidezimmer zu haben. Ja, auf jeden Fall. Schon kleiner Luxus, ne? So, es geht weiter hier. Das ist unser wunderschöner großer Flur. Und ursprünglich hingen hier unsere Familien. Den Boden finde ich sogar, glaube ich, noch ein bisschen besser. Bilder unter diesen. Auch überall abgehangene Decke mit Spotlights und so, finde ich richtig nice. Kameras dürfen auch nicht fehlen. Ganz essential immer, vor allem in LA. Aber hier auch. Leuchten, aber die haben wir abgenommen, weil wir das Haus ja immer wieder vermietet haben. Die sind, glaube ich, im Storage jetzt, ne? Das war hier. Ursprünglich war das Zimmer von Junior. Alle Zimmer sind mit begehbarem Kleiderschrank ausgestattet. Also wirklich jedes einzelne. Ach krass. Ey, in Amerika, ne? Da sind so Sachen fast schon essential, das würde hier als super Luxus gelten. Ich glaube das da, weil ich war jetzt einmal, okay, als ob ich so in Amerika Pro wäre. Nee, wir haben uns ja schon diverseste Roomtouren reingezogen, aber auch nur von Luxury Apartments. Ja, okay, da war das eigentlich immer so. Eigenes Bad, Kleiderschrank bei jedem Zimmer, voll krass. Zimmer ist auch mit einem kompletten Badezimmer. Aber gut, das hier ist... Wie gesagt, ja, nicht schlecht. Okay. Sein Kollege Joel wohnt auch noch damit drin. Nicht schlecht. Also sie haben wirklich für Housekeeping, Fahrer, Freunde, Kids, alle genug Platz in diesem Haus. Das ist echt nice. Wolltest du mal wirklich nicht reingehen? Doch. Wir zeigen alles. Hallo. Hallo. Ja, sind ein paar Handtücher und so, ne? Ein bisschen Creme okay, und so. Okay. Liegt da noch, ne? Ah, komm. Ah, okay. Hier Bett. Da ist mein Computer gewesen, da habe ich die meiste Zeit dran gearbeitet. Hier. Wie hier dran hat er gearbeitet? Da kannst du die Füße doch, deine Knie gar nicht. So, dann, da sitzt du ja so. Sehr gut für den Rücken, habe ich mir sagen lassen. Hier ist noch eine Ringleuchte und ein paar Schuhe noch. Das habe ich bei Dave & Buster's gewonnen. Da habe ich hier einen kleinen süßen Fernseher, wo ich ab und zu abends dann Disney Plus gucke. Und hier habe ich... Ich ziehe mir gerade nochmal zum dritten Mal oder so Prison Break rein auf Disney Plus, halt, fällt mir gerade ein. Crazy. Also meine favorite Serie ever ist auf jeden Fall Breaking Bad. Aber ich verstehe mittlerweile, ich habe es schon ein paar Mal nochmal versucht anzufangen, nachdem ich das damals in der 12. Klasse oder so geguckt habe oder in der 10. Es ist wirklich am Anfang, dauert echt reinzukommen, aber dafür ist es später umso krasser. Aber Prison Break ist wirklich die krasseste Serie ab der ersten Staffel, würde ich sagen. Also wenn du anfängst, du guckst 2 Folgen, bist direkt übelst im Film, das ist schon echt krass. Kleine Terrasse. Da hinten ist noch ein Closet. Und bei den anderen Zimmer. Ich glaube, er will nicht, dass wir reingucken, deswegen gucken wir jetzt auch rein. Da will ich echt nicht rein. Ehrlich? Nee. Wow. Guck mal, Junior hat es aufgemacht. Einmal ganz kurz. Okay. Auch ein kleiner Blick in den Kleiderschrank. Machen Sie wieder weg. Okay. Dann machen wir weiter. Freunde der Sonne. Hier habe ich vorher gelebt. Hier war vorher meine Sachen drin. Gleiches Prinzip. Per Umzugsunternehmen dann einmal kurz alles rüber. Ne? Wenn wir hier die Dachterrasse herkommt, gibt es auch noch. Nach LA. Boden, nice. Da. Klimaanlage auch wichtig. Dann werde ich das hier komplett einmal einrichten. Dass wir hier unser so Barbecue haben. Crazy. Sag mal ehrlich, was gibt es besser als das hier? Das hier. Weniges. Also klar, mein YouTube-Comeback zum Beispiel. Würde mir jetzt so spontan einfallen. Nee, aber richtig, richtig krass. Ausblick heftig. Ne? Wenn er da noch einrichtet, Barbecue-Space, Sitz, Lounge-Ecke mit so einem Betontisch, wo so vielleicht ein bisschen Feuer rauskommt und so. Vielleicht kann man das hier noch ein bisschen geiler verkleiden oder so, weil gewinnt keinen Schönheitspreis, aber ist essential da, klar. Super nice. Das ist ein echt krass viel Platz. Also hier, ja. Rooftop, kannst du einiges draus echt machen, krass. Bruder. Ich bin ehrlich mit dir. Ja, auf jeden Fall, wie schon. Okay, dann ist das hier quasi noch so eine Bar-Area und so. Richtig nice. Wie gesagt, werden wir hoffentlich, wenn wir... Das ist so ein heftiger Blick. Imagine, deine Dachterrasse sieht so aus. Sehr krass. Sei ihm auf jeden Fall von Herzen gegönnt. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Sei ihm gegönnt. Schön machen. Und dann können wir vielleicht noch eine Roomtour drehen, sodass ihr wisst, wie... Roomtour V2, das ist natürlich Musik in meinen Ohren. Das Finishing Product aus... In meinen verkabelten AirPods ist das Musik. So, ich bin hier. Fette Marmorküche, fetter Stein, richtig nice. Auch hier die Rückwand nochmal, Hänge, Pendelleuchten, geil. Fetter Kühlschrank, der mich an die Türen meines Rolls Royces erinnert, weil das ja Double Doors sind, richtig nice. We gonna see a levy part, Kingdom gonna see turnover like whenever a Chevy start. Geile Barhocker.
Ich glaube, hiervon hat man schon mal irgendeinen Ausschnitt gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Gibt's in Deutschland eigentlich nicht so häufig. Das stimmt. Aber auch sehr geil gemacht, sehr schlicht gehalten. Ja, wirklich sehr clean. Richtig. Überleg mal, du kannst von hier hinten bis dahin gucken, das ist so riesig und geräumig, richtig nice. Die fette Kühlschrank haben wir auch. Ansonsten hier unser Family Room. Das ist hier unser Okay, der Family Room darf natürlich nicht fehlen, dunkle Couch. Ne? Also ich glaube, bei allem, was sie aussuchen konnten, ja, lass mal auf Dark Mode gehen. Couch-Tische. Sehr clean alles auf jeden Fall. Mit den Tischen links, rechts an der Seite. Ein Traum. Hier haben wir einen Kamin, den siehst du von beiden Seiten. Das ist krass, wenn dein Fernseher über dem Kamin hängt. Auch nicht schlecht. Sowohl vom Esszimmer als auch vom Wohnzimmer aus einen riesengroßen Fernseher. Tatsächlich gucken wir sehr selten Fernseher, einfach nur, wenn wir mal ein Spiel gucken, läuft der Fernseher. So, Sitzecke hier. Außenbereich. Auch mit Fernsehen. War eigentlich nicht der, den wir mal hatten, aber die Mieter vorher. Auch natürlich dunkle Kissen, ganz wichtig. Haben unseren Teppich kaputt gemacht und deswegen haben sie den jetzt hier erstmal so. Sehr, sehr nice alles. Auch cleane Betonwände und so alles. Auch geil gemacht mit der Absperrung. Und das hier ist das Gästehaus. Überlegt mal, richtig krank. Und für die Kiddies. Die Kiddies natürlich wissen, dass sie nicht ins Wasser gehen sollen, wenn wir nicht am Start sind oder die Nannys am Start sind. Was ich immer sehr feier, ist Kunstrasen. Kunstrasen, weil im Endeffekt. Ganz schlau. Kunstrasen in LA, nicht schlecht. Kann nicht verbrennen wegen der Sonne. Musst du nicht wässern. Gibt keine Trittabdrücke. Und du musst nicht Rasen mähen. Sonst hätte er ja noch ein extra Haus gebraucht für seinen Gärtner. Du musst dich um nichts kümmern. Hier, ich muss kurz was vergießen, damit sie wieder weiter wächst. Und unser Basketball-Coach. Darf natürlich auch nicht fehlen, ja, okay. Also wenn jetzt noch was kommt, irgendwie Minigolfplatz oder so, dann bin ich komplett weg vom Fenster. Aber das, ich glaube, das war es jetzt und das ist übelst krank. Hier, wenn wir unterschreiben, hier will ich gerne eine Halle komplett machen. Das heißt, ich will Boden verlegen. Oh, okay. Ich will, nennt man das, überdachen. Training mit Echtzeitbedingungen sozusagen. Machen. Und dann will ich hier wirklich so ein richtigen Court machen. Dass du wirklich immer richtig trainieren kannst und so. Werfen kann selber und so. Ja. Da muss ich nicht extra in die Halle, die Facility abends, weil ich abends eigentlich... Sehr schlau. Sehr, sehr schlau. Ja, das war es eigentlich von der Haustour. Okay. Sehr, sehr krasses Haus. Heftig gemacht. Ich bin gespannt auf Part 2, wenn das eingerichtet ist und so weiter. Dann schauen wir uns das nochmal genauer an. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Macht's gut, Leute. Peace.